Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von Rasant Flummi, hier bei Castle Quatsch. Dem vierten Teil, glaube ich. So, wir öffnen jetzt hier erst einmal eine Gratiskiste. Mal schauen, was wir drin haben. Den Gift. Ich mag Gift sehr, sehr gerne. Hier der Gift, hier, wunderbare Gift. Da. Und wir haben hier die Piratin auf jeden Fall. Mal schauen, was wir noch haben. Das ist überhaupt epische gibt es noch nicht mehr. Hallo? Ja. Bogenschützenstamm. Irgendwer hat mir da geschrieben, ist jetzt egal. So. Tut mir leid, dass es im Video jetzt ist, aber ich kann es nicht ändern. Irgendwer schreibt manchmal und dann ist es so. Zweimal Steinstatue. So. Jetzt würde ich sagen, nein. Schauen wir mal auf unser Deck. Was haben wir denn hier? Hangar. Wo ist denn mein Standarddeck? Hier ist mein Standarddeck. So, dann würde ich sagen, wir starten eine Schlacht. Ja. Das Risiko müssen wir eingehen. Das Risiko müssen wir leider eingehen. Wenn wir jetzt absteigen, dann wird es heftig. Wir müssen schauen, dass wir uns jetzt über Wasser halten. Schlechte Standard, wir fangen an mit dem Zwerg. Level 4er, Silent Death. Das sollte eigentlich klar gehen. Hallo? So, viel Erfolg erstmal wünschen hier, würde ich sagen, Dryade mal schicken. So, guck mal, was machen wir. Löschen erstmal schwarzen Ritter. Ah, ist die Bombe natürlich genau richtig. Ist natürlich genau richtig. Jetzt könnte er Probleme haben. Ginny, der Djinn, kommt natürlich genau richtig für ihn. Meteor können wir gleich knallen, aber jetzt noch nicht. Noch überlebt, das kann sehr wichtig sein. Wut umsonst, oh mein Gott, wir haben ihn, glaube ich. Ja. Wir müssen Blitz auf eine Dryade, das tut weh. Zwinge ich ihm zum Feuer, also zum Inferno, genau. So, und jetzt können wir eben nochmal hier Schaden machen und das war's, sehr schön. Du spielst. Erfolg. Ich würde sagen, machen wir hier nochmal den maximalen. Okay, wir haben uns wieder gut gehalten hier. Und jetzt kommen wir mal hier. Mal maximal 6 Kristalle. Was haben wir da für ein Deck? Ah. Das ist, glaube ich, kein gutes Deck. Blitzinferno. Mal schauen. Ob ein entfesseltes Dämon-Deck überhaupt funktioniert. Wir werden es sehen. So, gegen den Gladiator. Das hört sich natürlich nicht so gut an. Level 7, Mann, das wird auch nicht so gut enden, aber wir wünschen mal schon mal ein gutes Spiel. Und viel Erfolg. Wir machen erstmal Inferno löschen. Skelette haben wir mal raus. Bombe optimal, aber das wird nicht reichen, genau. Mal freeze einfach mal. Sieht ganz schlecht aus. Leider. Das frieselt er auch noch. Das ist ja ganz furchtbar. Er macht das echt nicht schlecht. Traurig, dass das reicht. Ging auch noch den da hinten nicht weg. Naja, es war es wohl anscheinend, ne? Was soll man da erwarten? So ein Blitz jetzt hier auf den Ballista machen, weil es anders nicht funktioniert. Also wir kriegen das nicht anders so schnell weg. Ja, das war's dann. Gut, wir sind auch der schlechteste Spieler der Welt. Aber ist auch jetzt egal. So.
Das war auf jeden Fall eine neue Runde von Kasukosch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich hier verkacke. Aber das verkackt man immer, manchmal. Also, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.